Er drehte sich zur Zapfsäule und schaute über die Dorfstraße hinaus. Über dem Dorf lag ein feiner Hauch von Traurigkeit. Und jedes Mal, wenn er hierher kam, dachte er an die Tragödie, die hier ihren Lauf genommen hatte. Mit der Zeit wurden die Stimmen schweigsamer, die von der Tragödie berichtet hatten, von der Verkettung von Zufällen, die zum Unglück führten. 1,5 Jahre, bevor er auf die Welt kam. Ein Mann in mittleren Jahren besucht das Dorf, in dem er aufgewachsen ist. Es ist still, niemand zu sehen. Doch in seiner Erinnerung tauchen alte Bekannte wie Gespenster aus der Vergangenheit auf, mitten unter ihnen er selbst als Kind. Damals, vor 40 Jahren, konnte er den Schatten bloß erahnen, der bis heute über dem Dorf hängt. Damals geschah ein Unglück, das sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Die Wiese, auf der es geschah, gleich oberhalb der Dorfstraße, wurde seither kaum mehr betreten. Der Besucher vergegenwärtigt sich die weit zurückliegenden Ereignisse, kreisend, abschweifend, nachdenklich. Es liegt etwas Unerlöstes über dem Dorf, das ihn selbst zutiefst bewegt. Arno Kamenisch verhehlt kaum, dass er selbst in diesem Besucher steckt und dass es sich um sein Dorf handelt, Tavanasa in der Surselva. Auch das Unglück basiert auf realen Begebenheiten, deren Erinnerung er hier neuerlich weckt. Der Schatten über dem Dorf reiht sich perfekt ein in sein bisheriges Werk. Zugleich lässt der für ihn typische Plauderton hier feine Dissonanzen spüren. Arno Kamenisch kümmert sich weder um perfekte Formulierungen noch um eine ausgewogene Erzähldramaturgie. Die Leserinnen lauschen, wie vielmehr zufällig und ungewollt, einem Selbstgespräch, in dem sich der Erzähler erinnert und dabei jeder eigenen Ängste gewahr wird. Er hat selbst eine Tochter im Alter der damals getöteten Kinder. Und hinter der Tochter öffnet sich eine große Leerstelle, der Tod ihrer Mutter, der nur zart gestreift wird, aber die Angst mit der Trauer verbindet und beides in die kollektive Dorferinnerung zurückprojiziert. Das Buch mag spürbare stilistische Mängel aufweisen, doch es ist gerade das schweifende Erinnern, das sich nur langsam dem Kern zu nähern wagt, was hier glaubhaft wirkt und ihm eine berührende Intensität verleiht. Der Schatten über dem Dorf ist Kamenischs wichtigstes Buch der letzten Jahre.